Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, heute hier exklusiv wieder auf dem Clip-Channel, natürlich mit meinen Division Rival Rewards. Es ist Donnerstagmorgen, ihr werdet wahrscheinlich das Video um 12 Uhr bekommen und wir gehen heute rein, wie versprochen, in Division 4 Rewards. Und ich habe auch diese Woche tatsächlich endlich es geschafft, die 45 Punkte zu holen. Ich hatte Zeit genug und heute Morgen die letzten 3 Siege geholt. Was ist in den Division Rivals Rewards drin, das werden wir herausfinden. Schreibt mir gerne schon mal in die Kommentare, wie sahen eure Rival Rewards aus, in welcher Liga seid ihr, welche Division und wie gesagt, welche Rewards habt ihr geholt und was war drin? Und damit let's go und Abfahrt. Ja, Freunde, wenn ihr das also jede Woche sehen wollt, lasst gerne Liebe da und damit starten wir rein in die Rivals Total Rush Rewards. Und endlich sind sie da, Freunde. Spiele Rivals, können wir jetzt einfach? Geht das jetzt automatisch? Wir haben jetzt kurz nach 9 Uhr. Yes, es geht automatisch. Division 4 Bonus Upgrade, Freunde. Sie sind endlich da. Endlich da. Das erste Mal hier auf der Road to Glory. Haben wir es zeitlich geschafft, die Points, die Siege zu holen, die 15 Stück an der Zahl her. Und wir haben jetzt 14 Siege geholt und 3 Unentschieden tatsächlich, um das Ganze mal so zu kombinieren mit den Punkten. Und damit bekommen wir das 84 plus Player Pick, die 30.000 Münzen. Komischerweise ist das jetzt irgendwie, eigentlich ist doch die Coins über rechts und der Player Pick links, egal. 75x25er Pack, freue ich mich sehr drauf. 75x15er Pack, ein Mega Pack und das 82 plus Team Ausweg Profi Pack, Freunde. Also, Freunde, bitte drückt die Daumen einfach hier auf den Clip-Channel. Wenn ihr natürlich heute Abend wieder zum 19 Uhr Content einschalten wollt, dann unten den Hauptchannel abchecken. Jetzt aber erstmal Division Rivals in 3, in 2 mit dem Player-Pick zur Road to the Knockout Nummer 2. Bereits im Besitz haben wir da schon 2. Freunde, soll ich euch was sagen? Ich bin tatsächlich gerade überlegen, ob wir auf SBC-Futter gehen, auf 86er Grimaldo. Weil wir haben ja jetzt den SBC-Speicher. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Ah, und der ist ja sogar tradable. Perfekt. Nehmen wir so mit. Perfekt, Freunde. Sehr, sehr geil. Also, da sieht das Ganze nochmal. Division 4. Jetzt natürlich neue Woche, neuer Run. Da dann nächste Woche, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, wieder hier auf dem Channel die Rival Rewards. Sonst machen wir es einfach so, dass wir quasi auf die Promo am Freitag, die quasi kommt, die Rival Rewards behalten und dann Freitag zur neuen Promo auf dem Hauptkanal zum 19 Uhr Video einfach die Packs öffnen. So können wir es natürlich auch machen. Vielleicht schreibt ihr da generell mal eure Meinung rein, was wir eher machen sollen. Quasi direkt am Donnerstag die Rival Rewards öffnen oder quasi zum Freitag zur neuen Promo nach 19 Uhr die ganzen Packs dann quasi erst öffnen. Lasst mich das gerne mal wissen, dass vielleicht sogar die Main-Frage sozusagen. Vielleicht bin ich auch mal wissen lassen, wie ihr es macht und was ihr denkt, für mein Road to Glory vielleicht jetzt auch theoretisch das Bessere wäre. So, wir haben interessanterweise hier ja das Untrade, klar. Das ist Trade, das ist wiederum Untrade, das finde ich weird, dass hier das 25er Pack dann wieder Untrade ist und ein Megapack, auch wieder Trade. Fangen wir mit dem Megapack an, in der Hoffnung, dass es mega ist, in 3, in 2, in 1 und let's go. Oh, kein Brockout, das wird Torwart Deutschland. Und NWSL, ist die 84er Rating dieses Jahr wieder? Wir schauen rein. Ja, 84er Rating, Berger. Und was haben wir noch? Sambo Anguissa. Zack, alles Trade. Hunter ist dabei, nehmen wir mal gerne mit. Ein paar Trikots, keine Coins. In dem Sinne. Und den Rest, hallo, das auch noch runter. Können wir discarden. Also haben wir das schon mal runter. Dann würde ich sagen, gehen wir das Trade 75x15er und bekommen wieder kein Walker, Freunde der Sonne. LM Brasilien. Moment, das ist doch Martinelli. Der natürlich letzte. Ne, ist nicht Martinelli. Wer ist denn LM? Und seit wann ist er denn LM Basekarte? Das ist an mir vorbeigegangen, Freunde. Lukas Paqueta ist LM Base? Das müssen wir gerade mal aber gegenchecken. Ah, 5-Star, 4-Star. ZOM Ligaflügel nur die Second Positions. Okay, sehr, sehr weird. Wenn der ein bisschen higher rated wäre, ne, dann wäre auch ein bisschen mehr Coins wert. Aber so können wir natürlich wenig damit anfangen. Der Rest wieder auf die Transferliste. Werde ich vielleicht früher oder später verkaufen. Also alleine, wir haben jetzt 30.000 Coins gemacht, aber allein jetzt auch wieder was an Coins in den Packs ist, wenn wir auf Discard gehen würden, theoretisch, dann lohnt sich das schon. Lasst uns jetzt das Team of the Week Pro Pack öffnen. Let's go. Jawohl, jawohl. Nein! Wie geil, Freunde! Das ist doch ein Scherz! Wir bekommen nicht ernst. Oh mein Gott, Freunde, die müssen wir in unseren Squad knallen. Und ich zeige euch gleich meinen Squad, der passt sogar perfekt rein. Mehr oder weniger. Ein Lewandowski 89er Rating. Let's go.
wir haben doch ein bisschen Barca Dreieck, wenn ihr die, ja, Uncut Streams geschaut habt, Uncut Channel, Link ist in der Beschreibung, Freunde. Lasst auch da gerne Liebe da, der Kanal ist komplett neu, lasst also gerne ein kostenloses Abo da. Und da werde ich alle Livestreams jetzt immer daily hochladen. Und Lewandowski natürlich jetzt frisch zu ziehen von gestern ist natürlich mega. Ist natürlich aufgrund vom Tempo wahrscheinlich nicht der teuerste. 100k, sag ich mal, jetzt roundabout, kostet der Junge noch. Aber ihr wisst alle, Freunde, Forster, wir haben eine 89 Schießenkarte, ein 88er Ruhestat. Guckt euch die Karte an, die spricht für sich selbst. Lupfarbe als Playstyle Plus, weiß ich jetzt nicht. Angeschnittener Schuss, sehr gut tatsächlich. First Touch und Trivella. Da sind gute Playstyles mit dabei. Falsche 9 Stunden. Ja, Freunde, falsche. Ey, I like. Wir gucken uns das gleiche Team nochmal an. Jetzt aber gucken wir uns erstmal das 75er-25er Pack an. Also, alleine jetzt schon durch die Lewandowski hat sich extrem gelohnt. Ja, und jetzt kann das so quasi noch on top kommen, das 75er-25er. Komm, 3, 2, 1. Let's go. Walkout will ich sehen. Jawohl, da ist der Walkout. Stürmer wieder. Ach, es ist wieder. Haben wir jetzt schon 2 oder 3 Mal gezogen tatsächlich. Es ist schon wieder von Gala. Unser Freund und Helfer. Natürlich ein Ossiman. Also der auch ordentlich dabei. Gutes Futter. Werde ich nur mal das... Boah, das ist ja wie letzte Woche bei dem Einpick. 2 Team of the Weeks. Wieder aus dem Nichts. Gutes SPC-Futter. So, und jetzt, komm. Wie viele Duplikate... Ich habe nochmal mit dem Higher Rated Duplikaten gerechnet. Okay, warte mal. Lass uns mal ganz kurz. 2 Team of the Weeks. Sehr gut tatsächlich. Gutes Futter. 82er, 83er. Da fehlt dann, das habe ich gestern schon gesagt, da fehlt so ein bisschen die SBC. Sind die alle Untrated, sehe ich. Das ist crazy. Für Lower Rated, also so 83er, 82er, 81er, da fehlt noch so eine kleine feine SBC meiner Meinung nach. Aber dann lasst uns doch jetzt zum Abschluss der Division Rival Awards. Ich werde nochmal, wie gesagt, ein separates Video machen zum Team, zu den Taktiken etc. Gehen wir mal gerade ins Preview Pack. Zu meinem Team, aber wegen Lewandowski will ich euch jetzt dann ganz kurz doch meinen Starter Squad zeigen. Hunter ist zumindest da dabei und dann bei Packs für dich nochmal abchecken. Da sind immer noch die beiden dabei. Also, nicht komplett raus, einmal zum Team. Und da haben wir, was ich meinte mit Barca-Option, wir haben Ter Stegen, Mapilion, wir haben Balde geevot und haben aufgrund von Teamschmäh Ferran Torres, der natürlich auch nicht der geilste linke Flügel ist. Wir haben auch Son, der wirklich wild ist, aber ich glaube, wir können hier, ah, da ist er direkt vorne natürlich mit dabei, sehr gut. Ich glaube, wir können hier ohne Probleme, und das ist tatsächlich der Fall, ja, Son switchen. Und jetzt könnten wir vielleicht auch überlegen, eine andere Startformation zu starten, dass wir dann Son auf links bringen. Wobei mir dann wieder ein Barca-Link fehlt. Und das ist ja eine First-Owner. Road to Glory, Freunde. Also das werden wir auf jeden Fall noch abchecken. Und wenn wir Paul mal rauskriegen, dann ist First-Owner-Untrade auch. Der Rest ist First-Owner-Untrade. Also sprich, das müssen wir auf jeden Fall jetzt mal die nächsten Tage bequatschen. Dann vielleicht auch im Livestream. Und auf jeden Fall das Team noch weiter upgraden. Genau. Aber es ist eben wichtig, was wir ziehen. Vielleicht jetzt sogar die ein oder andere SBC machen mit dem SBC-Futter. Aber ich denke, ich glaube, Freunde, sagt mal jetzt Real Talk, sagt mal ehrlich, Freunde, wir sind ja auf jeden Fall besser dran mit einem Lewandowski. Auch wenn er nicht das Tempo hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier ganz solide spielt. Ja, und dann stelle ich den ein. Wir werden ihn testen, Freunde. Chemistry-Style drauf knallen. Und dann gucken, wer ist im Fall zu einem Son. Und den hätten wir potenziell theoretisch auf der Bank, fällt mir gerade ein. Könnten wir auch direkt für Ferran Torres quasi auf die linke Seite einwechseln. Wir werden es uns überlegen, Freunde. Es wird also noch vieles zum Diskutieren geben. Und insofern sehen wir uns am Abend auf dem Hauptkanal zum 19 Uhr wieder. Schaltet gerne ein, Link dazu ist in der Beschreibung, wie gesagt. Einfach Archie Gaming, wie gesagt, eingeben bei YouTube. Und ja, dann sehen wir uns gerne vielleicht, wenn ihr Bock habt, nächste Woche zu den Division Rival Awards hier wieder auf dem Channel. Lasst mich wissen, wie wir das machen wollen. Und sonst morgen zum neuen Clip hier auf dem Channel. Daily auch für euch am Start, ihr wisst Bescheid. Und in dem Sinne, macht euch einen schönen Abend, schönen Tag. Je nachdem, wann ihr das schaut, wünsche ich euch alles Beste. Und vor allen Dingen ordentlich Pack Luck. Haut da rein.